Erzähl uns, warum wir heute hier in Bramfeld am Dorfplatz sind und worum es geht. Woher soll ich denn das wissen? Nein, Scherz. Nach 3 Monaten Bauphase, Umbauarbeiten, viel Tränen, viel Schweiß, viel Blut, sind wir heute in der Lage, unser neues Flaggschiff zu präsentieren, und zwar Bistro de Glamour. Das Ganze wird geführt und bekocht von meinem Mann Marco. Ich bin nur schmückendes Beiwerk, wie man sieht. Ja, heute ist es soweit. Heute geht's los. Wir haben die Türen geöffnet um 8.55 Uhr. Die Hütte ist ausgebucht. Das freut mich richtig, dass das wirklich so gut angenommen wird. Damit ihr wisst, wie es aussieht. Ich nehme euch einfach mal mit rein. Kommt mit! Jetzt sind wir hier in der schönen Bistro de Glamour Lounge. Hinter mir eine wunderschöne Blubberwand. Wir sind halt noch nicht ganz fertig. Wir sind noch so ein bisschen in Baustelle. Aber wir können schon mal ein Soft-Opening machen. Das Ganze wird so ungefähr 3 Wochen dauern, das Soft-Opening. Dadurch können wir wirklich sehr, sehr viele Fehler nochmal ausbügeln. Wir müssen auch auf ein sehr, sehr wichtiges technisches Gerät warten. Aber wenn das los ist, dann gibt es hier auf jeden Fall eine Riesenfeier. Und im Hintergrund seht ihr eigentlich schon mein Schmuckstück. Ich bin so stolz drauf. Ein echter Baum, natürlich mit künstlichen Blüten, in der ganzen Lounge hier. Der Stil soll nämlich so sein, dass man das Gefühl hat, dass man in einem französischen Hinterhof sitzt. Funktioniert leider noch nicht so ganz, weil eine Lieferung noch fehlt mit der Dekoartikel. Die sollte eigentlich gestern kommen. Na, jetzt kommt sie Mittwoch, aber deswegen erst heute. So, und unser Konzept sieht nämlich so aus, dass wir hier ganz entspannt tagsüber die Männer parken können, damit nämlich dann die Mädels drüben bei mir Abendkleider und Hochzeitskleider shoppen können. Und wie das da drüben aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir in meiner wunderschönen Boutique. Hier habe ich das Sagen. Hier ist Marco raus. Und hier ist das Paradies, aus dem Mädchenträume gemacht sind. Ne? Alles glitzert, alles funkelt. Abendkleider als auch Hochzeitskleider. Und damit die Männer natürlich auch gut aussehen, habe ich auch den ein oder anderen Herrenanzug. So, und nachdem wir hier mit unseren Mädels fündig geworden sind, mit den besten Hochzeitskleidern, die es gibt, können wir den Mann doch eigentlich wieder abholen. Von drüben, wenn er fertig ist mit seinem Kaffee. Oder mit seinem Bier oder was auch immer. Und dann geht die Frau einfach drüben ein Säckchen schlürfen und kümmern uns um den Mann. Weil der muss schließlich auch gut aussehen. Für jeden Anlass ist hier definitiv was dabei. Sei es ein Hochzeitskleid, ein Standesamtkleid, ein Armenkleid oder wie gesagt, den Herrenanzug. Wo Glamour draufsteht, ist auch Glamour drin. René, das war ein sehr anstrengender erster Tag. Dein Fazit? Ich bin müde, ich bin kaputt. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Das Lob von den Gästen, das war echt unglaublich. Auch von der Küche, was Marco da zaubert. Also besser hätte es nicht laufen können. Marco ist sogar ausverkauft, der hat kaum noch was da. Ist natürlich der Vorteil, man braucht nichts wegschmeißen, denn man muss ja auch da dran denken. Nur strahlende Augen, alle happy. Toll, also ich bin zufrieden. Sehr gut, das freut uns zu hören. Wir gucken die Tage wieder rein. Es sind ja auch einige Events geplant. Ja. Wie ich gehört habe, und dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Super, danke dir. Gerne, tschüss.